Liebe Schwestern und Brüder, ich grüße Sie herzlich zur dritten Station unserer Öschberg-Andacht hier am Fuß des Bräunisbergs, am Evangeliumsplatz, einem wunderschönen Aussichtsort, wo man sehr schön nach Nendingen hinunter sieht, ins Donautal hinunter sieht. Und hier steht seit 1983 ein Kreuz, das gestiftet wurde von Herrn Alfred Schwarz und seiner Familie. Und hier wollen wir miteinander dann auch die dritte Station beten, unserer Öschprozession im Gotteslob 927, Abschnitt 6. Hören wir eine Stelle aus dem Markus-Evangelium. Am Abend des Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren. Sie schickten die Leute fort und fuhren mit ihm in dem Boot, in dem er saß, weg. Einige andere Boote begleiteten ihn. Plötzlich erhob sich ein heftiger Sturm und die Wellen schlugen in das Boot, so dass es sich mit Wasser zu füllen begann. Er aber lag hinten im Boot auf einem Kissen und schlief. Sie weckten ihn und riefen: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir untergehen? Da stand er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See: Schweig, sei still. Und der Wind legte sich und es trat eine völlige Stille ein. Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr denn keinen Glauben? Da ergriff sie große Furcht, und sie sagten zueinander: Was ist das für ein Mensch, dass ihm sogar der Wind und der See gehorchen? Der Herr ist deine Zuflucht, du hast dir den Höchsten als Schutz erwähnt. Er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Sie tragen dich auf ihren Händen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, denn er kennt meinen Namen. Wenn er mich anruft, dann will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Gott, du bist das Ziel aller Wege. Du hast uns auf die Reise des Lebens geschickt und erwartest uns am Ende mit offenen Armen. Wir bitten dich für alle Menschen, die unterwegs sind, auf dem Land, zu Wasser und in der Luft. Bewahre sie vor Schaden und lass sie gesund ankommen. Wir bitten dich auch für alle, die auf der Flucht sind, vor Krieg und Gewalt, Armut und Hunger und die nirgendwo willkommen sind. Lass sie Menschen finden, die ihnen Geborgenheit und Sicherheit geben, damit sie in Würde leben können. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Auf euren Wegen segne und behüte euch der treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Von diesem wunderbaren Platz verabschieden wir uns jetzt und wir werden zur vierten Station gehen, nämlich das Kreuz oben auf dem Bräunisberg. Und vielleicht schauen wir noch einmal geschwind hinunter ins Tal auf das schöne Nendingen.